Jo Leute, was geht? Hier ist wieder der Devil of Tanks. Willkommen zu einem weiteren Part. Let's play World of Tanks. Und ja, hier bin ich wieder und ihr seht schon beim ersten Anblick, die Garage hat sich verändert und zwar die Wargaming Net League ist wieder da. Das heißt, es gibt diese angeblich super coolen Clans, die besten halt Virtus Pro kenne ich, weil das ein russischer Clan ist. Und die sind ziemlich gut gewesen in den letzten Jahren und auf jeden Fall. Ja, es ist wieder diese, ja, Twitch auf Twitch TV kann man das halt verfolgen, wie sie da gegeneinander spielen. Und bestimmt gewinnen die da auch voll vieles. Die Turnierspieler auf jeden Fall nicht so Tanks oder sowas wie wir, sondern schon richtiges Geld, weil das ist ja dann schon die höhere Liga, was Gaming angeht, wovon wir ja keine Ahnung haben. Und ja, wir sind aber hier wichtig dabei und ihr seht. Wir spielen natürlich wieder mit den drei Panzern, standardmäßig. Ich zeige euch mal mein letztes Match mit dem Objekt 432. Das war ziemlich gut gewesen. Und zwar, zack, zeige ich euch das mal. Ihr seht, auf jeden Fall richtig gut gespielt auf dieser wunderschönen Map Perlenfluss. Erste Klasse haben wir gemacht. Wir haben auf jeden Fall ganz viele Auszeichnungen bekommen. Mit Premium-Account 1333 Erfahrung bekommen. Ja, Krieger, Verteidiger haben wir bekommen und Großkaliber. Und ja. Es war nur noch ein Gegner übrig, gegen den ich kämpfe. Nein, es waren noch zwei Gegner übrig, eine Arty und ein IMX. Also ein Scharfschütze, also ein TD der Franzosen, der Achter. Gegen den hatte ich halt ein bisschen, also konnte ich nicht kämpfen. Und ja, was denkt ihr, wie ich gestorben bin? Ich bin einen Berg runtergefallen. Naja, was soll man mit 29 HP denn noch überleben, ne? Denn man hat eigentlich schon nichts zu überleben. Genau, ihr seht, ich habe hier richtig viel gekillt, gedamaged, auf jeden Fall echt vieles rausgehauen. Damage-mäßig ist 5500, also auf jeden Fall ganz gut. Wollte ich halt gutes Match-Replay nehmen, als also wenn ich gewonnen hätte, aber habe ich ja nicht. Schade, schade, ihr seht, es gab viele Nuller, auf jeden Fall hat er gerade eh nichts geschafft. Und ich habe mein Bestes gegeben, hat sich für mich persönlich gelohnt. Ihr seht, ich bin 19.000 ins Plus gekommen, ohne Premium wäre ich 5.000 gekommen. Und ja, ihr wundert euch bestimmt, wieso habe ich Premium, denn. Eigentlich hatte ich kein Premium seit letzter Woche oder seit gestern immer noch nicht. Und ja, Mr. Gunshin hat sich spontan entschlossen, mir Geld zu geben, also Geld zu geben, in Klammern, mir Premium-Tage zur Verfügung zu stellen. Am Anfang wollte er mir noch 7 geben, aber jetzt hat er sich doch entschieden, 14 mir zu geben. Ich lehne sowas natürlich nicht ab, weil das hat ja nichts mit Gold zu tun und so weiter, sondern das hilft mir einfach mal. Mehr Geld zu sammeln, obwohl ich im Moment keine Geldsorgen habe, eigentlich, wenn man das so richtig begutachten kann. Und ja, einfach nur ein bisschen Credits farmen, falls ich, also da kann ich mehr mit 10ern spielen und so weiter. Genau. So. Und ja, jetzt gibt es nichts mehr zu sagen, außer dass wir beim LT 18.500 Erfahrung haben und die habe ich natürlich erspielt, wie sonst. Ich kann mir das ja nicht erhacken oder sowas, was vielleicht bei vielen in den Köpfen ist, weil so einen guten Panzer. Brauche ich gar nicht gut zu spielen. Ja, das ist das Letzte, was wir für ihn erforschen mussten. T-55 haben wir schon. Und der Panzer ist ja bei uns eigentlich schon im Elite-Zustand. Und wir können ihn gleich in die Schnellausbildung reinpacken. Wunderbar. Und ja, ich merke gerade, ich habe hier eine Frau als Scout. Und ich kann leider nichts leveln. Der Fehler bei mir ist halt hier mit dem T-55 Light. Ich habe den falschen, ja. Sag ich mal so, Kommandanten, ihr seht, ich habe eigentlich jetzt den hier nehmen müssen, weil wegen dem sechsten Sinn, auf den ich gerade level, hier habe ich den IS. Nein, das nehme ich nicht, weil das ist wichtig. Auf jeden Fall habe ich sehr viele LTTB-Panzer. Naja, ich habe mich jetzt für die russischen Besatzungsmitglieder entschieden, weiblich vor allem. Das ist ja das Wichtigste hier, weil man hat sie ja nicht zum Spaß erspielt, sondern man will sie auch nutzen. Und ich dachte mal so, ja, komm mal in die Scout rein. Und ja, den ersten Fähigkeit, stählerne Schwesternschaft ist ja schon da. Und das nächste konnte ich mir aussuchen. Anscheinend habe ich den falschen Skill genommen. Aber naja, gut, genug des Gelabers. Wir legen los in die erste Runde mit der Scout und versuchen mal was Gutes zu machen. Ich hatte heute nicht viel Erfolg mit der Scout. Also ich habe heute ein richtig geiles Achtermatch bekommen, aber ich natürlich, wie ich gespielt habe, da konnte ich mir eine Schelle geben gleich, weil, ach Leute, ich bin einfach so wie ein Trottel gestorben. Naja, wenn man halt Fehler macht und diese Fehler beziehen sich halt bei mir auf Schießen, wenn ich daneben schieße oder er komplett nicht mal treffe oder was auch immer mache, ich mache halt meistens Scheiße, was ich nicht machen sollte.
Wollte mich eigentlich damit aufwärmen, aber kriege ich so ein geiles Match ohne Arti vor allem, nur Mediums und TDs, vor allem wenig TDs noch dazu, was halt optimal für den Scout ist. Wollte ich da was machen, aber naja. Hat wohl nicht so geklappt, wie ich es gerne hätte. So, aber jetzt haben wir natürlich die Möglichkeit, etwas zu machen, und zwar wir drehen erstmal um. Also mir gefällt der T-54 Light Tank, denn der ist schon ziemlich, ja, interessant, würde ich sagen. Zum Glück hatte ich schon die Top Gun für den freigeschaltet, weil ich hatte keine Lust mit der Stocky Gun rumzugurkeln hier. Zwar wird es mir keinen Unterschied machen, nur dass ich jetzt bei Gegnern frontal durchkommen kann. Was natürlich früher nicht der Fall war, jetzt aber schon. So, dann schauen wir mal, was wir hier machen können. Denn es ist ja wichtig, dass wir hier überhaupt spotten können. Das ist ja unsere hauptsächliche Aufgabe, aber ich bin nämlich wie ein Medium und ihr seht schon, ich mache schon die ersten Fehler. Ich jumpe hier wie ein Blöder. Das kann dazu führen, dass ich meine Kette verliere. Und noch einiges mehr, wenn ich noch schlechter spiele. So, ihr seht, hier ist ein gegnerischer Scout. Das ist auch der T-54 Light, denn das ist, glaube ich, der einzige von zwei Panzern, der zu viel HP haben kann. Weil der andere ist, glaube ich, der Deutsche. So, Badchat ist es nicht. Ich dachte schon, das ist der Badchat. So, ich muss natürlich aufpassen, weil wenn die Gegner von hier kommen, dann ist für mich Arschkarte. Und zwar im Schnellmodus. Ich habe echt Angst wegen dieser Flanke. Ja. Und. Oh, der Schuss ging mal flöten, aber das ist, weil er eh Schutz hat. Okay. Aber der Kollege sieht ihn. Ich sehe halt nicht, was da ist. Ich schaue hinter mir vorsichtig. Auf jeden Fall sehe ich, dass da hinter mir. Ja, ich kann auf jeden Fall nicht durch diese wunderschönen Schutz schießen. Finde ich ein bisschen traurig. Und da haben wir einen Neuner. Der hat ja natürlich gerade mal auf mich rüber geguckt. Ich hoffe, die Artillerie wird mich dann nicht so unter Beschuss nehmen. So, ich fahre jetzt rüber. Oh, der Kollege traut sich ja was. Okay, wir sind rüber gefahren. Ich hoffe, die Artillerie schießt nicht auf mich. Wunderbar, wir sind rüber. Wow, ich wurde vielleicht noch gespottet von dort. Alles klar, haben wir schnell geklärt hier. Und er ist doch geplatzt. Ja, Leute, unnötig von mir. Oh, da sehe ich was Gefährliches kommen. Und zwar einen schweren Panzer, um genau zu sein. Mit denen ich mich eigentlich nicht so gut anlehnen sollte, also überhaupt nicht anlegen. Mal sehen, ob wir was machen können. Ihr seht, mein Geschütz kommt nicht mehr tief genug runter. Auf jeden Fall ein bisschen Panik. Und holy shit, da kommt ein Tiger P auf mich raus. Da denkt er, ist imba und er kann bei mir nicht durch und dann stirbt er durch die Arti. Ich habe gerade voll gechillt drauf reagiert. Ich fragt mich nicht, wieso. Irgendwie voll gechillt gerade reagiert drauf. Bewundere ich mich selbst dafür. Da ist ein anderes Scout, auf die ich gerne rüberfahren wollte. Aber da ist schon der nächste Gegner. Und der ist für mich ziemlich gefährlich. Denn auf den habe ich keine Lust. Und der Kollege interessiert sich nicht. Ich kann natürlich nicht durch. Wie immer. Ja, ich muss ihn natürlich jetzt kassieren. Leider. Weil ich kann aus Close Target schlecht gegen den kämpfen. Erster Treffer, gleich Munition. Was erwartet man da mehr? So. Natürlich habe ich den Vorteil, dass ich ihn umkreisen kann, aber wie weit das für mich als Vorteil gilt, weiß ich nicht. Ja, auf mich schießt halt die Scout und das ist der Nachteil. Und er trifft mich trotzdem. Ich prall ab. Ja, das ist das Problem. Meine Leute da hinten stehen und machen gar nichts. Ja, es wird schwer, den jetzt wegzutanken. Na, ich hoffe, ich komme hier noch ums Eck. Ja, natürlich, die Scout schießt auf mich noch permanent, bevor ich noch sterbe. Auf jeden Fall kann ich nicht viel machen. Und da ist schon der T-34 auf ihn. Nein, das ist der Conqueror, auf den ich auch nicht wirklich ausweichen kann. Doch, ich kann ausweichen, aber nur bedingt, weil mir auf die Kette zu drücken hilft halt ihm alles. Ich weiß nicht, wie viel Luck die da alle haben, aber ja. Was soll ich dagegen machen, Leute? Ich habe heute schon zu viel erlebt. Was WoT angeht, ich habe heute mit dem E100 gespielt. Ja, ich sag mal so, 8 Siege hintereinander, 8 Niederlagen hintereinander in Folge war nicht wirklich amüsant für mich. Und da habe ich gleich mal schnell die Laune verloren. Mit einem E100 neunmal oder achtmal hintereinander zu verlieren, wo die Gegner einfach von Sieg, also von Niederlage zu Niederlage, noch besser werden, als sie davor schon waren. Und mein Team noch beschissener wird, als es davor schon war. Und ja, da kann ich natürlich leider nicht viel dazu sagen. Ich versuche jetzt echt also die Zehner muss ich mich echt hinsetzen und anfangen mit denen zu zocken.
Dafür lohnen sich natürlich die 14 Tage Premium, wo ich mich hier nochmal bei Mr. Ganschen dafür bedanken will, denn er hat sich ja dafür entschieden, mir das Geld dafür zu geben, beziehungsweise hat sich freiwillig dafür entschieden, mir diese Premium-Tage zu geben. Dafür danke nochmal, weil ja, ich brauche sowas nicht eigentlich, weil seht ja, Geld, an Geld komme ich ja auch so ohne Premium-Tage, aber diese Premium-Tage helfen mir sozusagen nicht ins Minus zu kommen. Meistens hoffentlich. Und ja, das gelingt dann, denke ich mal, auch paar Mal. Nicht immer, aber paar Mal gelingt es mir dann schon. Und ja, auf jeden Fall habe ich das dann geschafft. Schaut euch das an. Die Leute schlafen ja auch meistens schon beim Fahren. Also ich weiß nicht, ob das Spiel so langweilig ist, dass man schon da einschläft beim Fahren. Drücken, glaube ich, dreimal R. Also dreimal R. Und ach, lehnen sich zurück, so wie ich jetzt. Und checken halt nicht, was auf der Minimap losgehen kann und so weiter. Wisst ihr, das kann ich natürlich auch machen. Aber nein, ich mache das nicht, weil sowas lenkt natürlich ab. Und du, wenn du deinen Gegner siehst und dann sagst du, oh, der ist Gegner, jetzt lehne ich mich wieder vor. Mach erstmal meinen 3x R weg, versuch erstmal gescheit zu lenken und dann kassierst du schon mal Hardcore. Denke ich mal, läuft es bei ein paar von diesen Spielen so. Der Ferdinand sagt mir Stopp, wieso? Was soll mich da aufhalten? IS-3, T-34, was soll mich da aufhalten? Ich habe keine Ahnung. Gut, die Artillerie kann mir ein bisschen auf die Nerven gehen und ich verstehe nicht, wieso die Medium hier so Hardcore rüberfährt. Und da hat einer echt große. Ah ja, und ja! Genauigkeit vom Panzer ist für den Arsch. Habe ich meinen ersten Damage schon mal verkackt. Ich wollte gerade genau schießen, aber. Ja, 2, 1. Wunderbar. Jetzt haben wir einen Damage reingedrückt, der sich doch lohnt. Ich drehe meinen Turm schneller nach vorne. Komm, dreht schneller nach vorne, weil ich habe Angst wegen Artilleriebeschuss. Denn diese sind wirklich nicht angenehm, was Artillerie betrifft. Die ist zwar nicht wirklich gefährlich, aber kann doch ein bisschen nervig sein. Weil die 7er Art, die ist schon ein bisschen, ja, trollololmäßig. Und ich habe gerade, ich check gerade, dass hier gar kein Heavy ist vom Gegner. Ich stelle mich erstmal so hin, dass es nicht so gerade cool ist von mir. Und das heißt, wir nutzen das natürlich ganz gechillt aus und fahren weiter. Auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall das hier. Nein, auf jeden Fall erlebe ich sowas selten, dass hier mal nichts passiert. Und da will ich natürlich jetzt hier aktiv mithelfen irgendwie. Auf jeden Fall macht der Gegner nicht wirklich viel Sinnvolles. So, T34 steht natürlich da noch. Okay. Tiger 2. Ich warte, bis er nach hinten fährt. Und da ist er schon. Da ist er schon zurückgekehrt. Und ja, er gibt mir gleich locker den ersten Damage. Der Vorteil halt am Tiger 2 ist, er braucht nicht wirklich auf mich zu ziehen, denn er kommt eh oder so durch, würde ich sagen. So, schauen wir uns mal den hier erstmal an, den T34. Ja, der schaut mich da mal ganz gechillt an, aber ich kann nichts viel machen. Mal gucken weiter. Artillerie, denke ich mal, wird mir nicht so schnell auf die Eier gehen können jetzt, weil da sie nicht in meiner wirklichen Reichweite ist. Auf jeden Fall auf die Minimap ein bisschen gucken. Okay, der ist ja T-34. Ja, den habe ich natürlich verpasst, weil, ja, ist halt so gegangen jetzt gerade. So schnell bin ich auch nicht. Mit dem Panzer musst du das mal schaffen. Er gibt mir natürlich locker wieder Damage. Ich gebe ihm aber Gott sei Dank auch Damage. Denn 175 Durchschlag reichen anscheinend für den Turm vom Tiger 2. Respekt dafür. Ja, du Kollege, ich weiß nicht, was du davor hast, aber mach das lieber später. Ich habe noch 999 Leben. Ich hoffe, das bleibt noch dabei. Jetzt sollte ich mir diese Fehler nicht erlauben. Okay. Hab so das Gefühl, die kommen von der anderen Seite gut durch. Ja, ich habe eigentlich darauf gewartet, bis ich die Hellcat sehen kann. Weil natürlich die ich nicht mal treffen kann. Ah, Trauer. Trauer einfach. Weil ich muss den Tiger 2 dann irgendwann tanken. Und das gefällt mir natürlich nicht. Wunderbar, haben einen schönen Schuss hingesetzt. Da ist die Hellcat. Wir müssen uns die Position von dem Superkerl merken, nicht nennen. Und wir bleiben mal dabei stehen und zielen diesmal mehr aus. Und Schuss kam. Der Tiger 2 hat verschissen. Gott sei Dank. Vorteil für mich. Ich kassiere gerade von der Seite ein bisschen hart. 3, 2, 1. Er kam bei mir diesmal durch, diese Drecksratte. Ja. Aber er hat dafür einen Schuss, also Racheschuss kassiert. Was mich sehr, sehr erfreut. Denn sowas hat er natürlich ein bisschen verdient. So.
Natürlich kommt da jetzt keiner mehr raus, keiner mehr rein. Und ich glaube, ich nutze diese Gelegenheit und fahre schnell mal hier rüber. Ich frage mich, ob sich die Gelegenheit noch wirklich so gut nutzt. Sieht noch gut aus. Okay, ich bin rüber. Wunderbar. Das sind nur noch zwei Mediums und gegen die sollte ich schon, denke ich mal, klarkommen können. Mal sehen, wie die fahren, die Medium-Panzer. Denn die können natürlich auch clever rumfahren. Schließlich sind die vielleicht im Zug. Wunderbar, haben wir den ersten gleich genatzt. So haben wir uns ein Problemchen erspart. Da haben wir noch einen VK. Der ist wahrscheinlich auch irgendwo hier. Auf den muss ich ein bisschen aufpassen. Da ist der nächste. Wunderbar, haben wir noch einen fetten Blind-Hit hingekriegt. Was mich sehr, sehr freut. Der Tiger 2 wird mir natürlich gleich auf die Eier gehen. Denn der Kerl denkt sich, der ist Imba und das ist nicht der Tiger 2, das ist ein gefährlicher Gegner für mich. Och, shit. Ich glaube mal, ich sollte mal mir endlich erstmal ein bisschen hier zulegen an Gas. Weil, aha, da ist der Tiger 2, auf jeden Fall bin ich auf der sicheren Seite, was Tiger 2 angeht. Das war gerade ein Schuss. Okay, da ist der, okay, wir haben alles unter Kontrolle, was Sichtweite angeht. Ein ganzer, oh, da haben wir einen gespottet. Wunderbar. Er dreht sich und wir sind natürlich nicht durchgekommen. Wie ein richtiger Meister. 11 zu 10, das ist noch ein schlechter Spielstand für alle. Ja, das ist halt der Nachteil. Canaveron campt und da hat er seinen Vorteil draus gezogen. Nicht so toll, was uns angeht. Weil wir sind jetzt hier unter Flanke gestellt. Mal sehen, ob ich da was machen kann, aber ich zweifle das sehr stark an, ein bisschen, weil wir sind nur noch 3 Achter. Wir sind noch 3 Achter. Wir haben natürlich einen 7er und das ist die Arti. Gott sei Dank haben wir noch die Arti. Aber ich habe nicht so das Gefühl, dass sie wirklich so gut ist, dass ich mich freue auf sie, dass ich auf ihre Hilfe. Also, da sehe ich nichts. Der Jagdpanther, der ist so gut wie down und ich sehe gerade T34 kommt mal von hinten. Rückwärts gefahren. Also auf jeden Fall läuft es bei den Kollegen. Ja, natürlich gibt er mir eine mit. Und ich bewege mich natürlich hardcore auf ihn zu, weil ich habe keine Wahl, er soll sterben. So, haben wir wunderbar gemacht. Jetzt muss man natürlich ein bisschen wunderbar getankt und die Artillerie hat mir geholfen. Das war gerade Rettung in letzter Sekunde. Oh, da kommt noch der hier. Okay. Mal sehen, ob wir da gut tanken können. Wunderbar, der verschielt. Oh, das haben wir noch getankt. Wunderbar. Uiuiui, Action in Last Minutes. Also auf jeden Fall richtig geile Sache hier. Also der Kollege sollte sich nicht nochmal auf mich raustrauen, denn das wird ein bisschen übel für ihn enden. Oh, ich weiß, was er macht. Er nutzt seine Gun Depression aus. Und das wollen wir ihm nicht erlauben. Denn ich mag solche Gegner nicht. Okay, ich steck fest. Das wollen wir nicht nochmal machen. Oh, der Kollege nutzt das schon fast hart aus. Bis er denn runterkommt. Na, das gefällt mir nicht. Okay. Und Arrivederci. Noch zwei waren's. Und ich versuche mal. Also der Jagdtiger muss ihn da unter Kontrolle haben. 2, 1. Ja. Auf jeden Fall sehr ein cleverer Bursche, was das angeht. Die Artillerie muss noch natürlich nachladen. Auf jeden Fall leben wir noch, Leute. Das ist natürlich das Geilste. Aber ich glaube, wir überleben nicht den Carnavron, denn der wird ein bisschen stärker für uns sein. Oder ausfallen, je nachdem. Artillerie hat ein gutes Schussfeld, denke ich mal, auf den. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja, die Artillerie hat sehr Schwierigkeiten, sehr große Schwierigkeiten vor allem, auf den Kollegen zu schießen. Denn ja. Das nächste Mal bitte vielleicht ein bisschen Damage oder so, oder Splash oder so, oder so. Denn ich kann nicht wirklich gegen solche Gegner tanken. Ich glaube, der hat sogar Gold geladen. In dem Moment. Das Problem ist halt der Höhenvorteil. Was ich mir richtig als Nachteil nutzen kann. Ja, der fährt jetzt rückwärts weg. Ja, ein bisschen schwer wird's. Da hat die Artillerie natürlich jetzt einen guten Ding geholt. Einen guten. Oh, da hatte ich was Gutes zu sehen. Aber er hat mich durch diesen Panzer da gesehen. Und der Jagdpanther 2 konnte natürlich seinen Schuss dadurch noch finishen. Da bin ich richtig zufrieden drüber. Und ja, ich denke mal, das wird
Eine Niederlage, aber naja, gut. So, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, okay, ja, gut, schauen wir mal noch. Ja, 476. Die Artillerie könnte ihm noch helfen, aber ich glaube nicht, dass er den Schuss jetzt überlebt, denn das wird schwer. Wenn er stirbt, dann ist vorbei. Oh, hat er noch einen Damage gegeben? Artillerie, letzte Chance. Nein, die hat verkackt. Und ja, ich sag mal so, wir werden das in der letzten Runde sehen, wie das hier ausgeht mit dem Teil. Ja, wir haben auf jeden Fall für die Scout geschafft. Auftrag, das finde ich schön. Einfach akzeptieren, weitergehen. Ich habe so das Gefühl, ich schaffe die Aufträge während des Let's Plays oder irgendwas anderem. Und das finde ich sehr interessant, weil normalerweise versuche ich die so offline zu schaffen, aber irgendwie gelingt es mir nicht. Und während ich dann online zocke hier mit euch, dann schaffe ich das irgendwie leichter. Naja, gut für mich. Und ihr seht ja auch, ich mache die Aufträge. Gott sei Dank kann man sich dann nichts mit Perks oder sonst was kaufen, denn das wäre ein bisschen kacke, würde ich sagen. Deswegen schauen wir mal, dass wir da nichts durcheinander bringen. So. Ja, ich habe gerade Scheiß geredet, ich weiß es schon. Ich bin gerade nur im Überlegungsmodus, sage ich mal so, damit ich weiß, was ich gerade machen will. Auf jeden Fall will ich den Berg hochfahren, das ist die Frage. Weil ich ja als Medium habe hier wenig Lust drauf. Wird ein bisschen haarig, die Situation. Weil die haben viel mehr Heavies und wir sind sehr viel Mediums. Und ja, ich fahre lieber hoch, weil wir sind im Nachteil. Und schaut euch das, okay, doch, der hat jetzt Abgang, Gott sei Dank. Aber die Frage ist natürlich, können diese zwei IS-3 spielen? Denn davon hängt ja unser Sieg ab. Und unsere Artillerie vor allem, wenn die nicht gleich genutzt wird, schaut euch das an. Also, ja, ich schau das, zeig scheiße. Die Artillerie hat sich dahingestellt, das hat sich schön gemacht, da bin ich zufrieden damit. Aber, ja, da ist noch ein T-34-2, der ist uns unwichtig. So, die Artillerie kann ruhig auf mich schießen, die vom Gegner. Aha, da kommt ein T-34 hoch. Ja, da muss er gar nichts machen. Aber das kannst du dir mal sonst wohin schieben, Kollege, weil, ja, bei mir läuft sowas nicht. Ja. Auf jeden Fall sehen wir hier nicht viel Gegners. Alter, da kommen so viele T-34. Da habe ich ein bisschen verpeilt, was das angeht. Naja, schieß nicht mal nicht auf mich, Kollege. Das hat wehgetan, aber ist nicht durchgekommen, der Schuss. Hauptsache, ich habe jetzt die Artillerie nicht in meinen Kragen. Ja, der hat einen super, super Panzerung. Also für ein Premium ist er richtig geil. Kein Wunder, dass er einer der besten Premium hier ist im Spiel. Ah, nee, das kann ich vergessen. Das ist für mich Munitionsverschwendung. Und lieber lasse ich die Kollegen hier leiden. Lieber kämpfe ich da unten gegen jemanden, der mir würdiger ist. Weil da unten, denke ich mal, wird keiner schießen können auf uns, weil hier sind hauptsächlich alle Leute. 2-0. IS-3 ist schon mal down. Teamkill haben wir auch schon. Also läuft auf jeden Fall. Teamkills und so weiter ist alles vorprogrammiert. Um 03. Wunderbar. Ja, der T-34 mal so, ja, ich bin Hardcore-Kerl und so. Und dann geht auch Hardcore sterben und so. Ach, verdammt, hätte ich früh geschossen, dann hätten wir alles noch unter Kontrollchen. Aber sieht doch nicht so nach aus. Und der ist gestorben. Hab so das Gefühl, der Gegner macht sich keine Mühe. Ich mache mir auch keine Mühe. Ich schieße einfach wie so ein Blöder drauf los. Oh, da habe ich noch getankt. Wunderbar. Aha, er wurde gekettet. Ich bin so ein Spast. Ich weiß nicht, wie ich schießen soll. Ich schieße ihn jetzt einfach in die Nippel, Alter. Das ist mir jetzt auch egal. Wunderbar. Oberen Turm einfach drauf geschossen und ja, jetzt ziehst du dich zurück, weil du denkst, du Scheiße, ich habe keine Panzerung, ne? So. Jetzt haben wir natürlich hier ein bisschen getankt. Ihr seht schon, von der Seite wird Fokus gehalten. Hier sieht es natürlich nicht so gut aus, weil wir können nichts halten und IS-3 kassiert am Rack. Nicht so toll. So, ich versuche hier natürlich noch zu tanken. Auf jeden Fall wird es ganz eng hier, weil unsere ganzen Leute sind da. Ja, ich kassiere jetzt natürlich den ersten Damage. Den muss ich jetzt natürlich töten. So, ihr seht, ich kassiere jetzt natürlich sehr viel. Aber was soll ich dagegen machen? Okay. Ja, ich muss mich hier in der Deckung verstecken, weil sonst kann ich den T-34 schlecht tanken. Und ja, der Kollege zieht mir da irgendwas aus.
Ich versuche mal, ihn so gut wie möglich zu tanken. Und das war gerade ein geiler Lag, aber naja. So, ich kann zweimal schießen. Ich versuche das mal sogar zu schaffen, weil das mir wichtiger ist. So, haben natürlich jetzt einen Vorteil. Wunderbar. T26 E4. Wunderbar auf die Kette gesetzt. AMX 1390 kann hier noch was machen. Ja, er konnte ein bisschen Damage machen. Ich gehe mich verstecken wieder hinter der Leiche, denn ich habe noch den Vorteil zu überleben irgendwie. Ich schieße ihm einmal hier rein. Noch ist er für mich One-Shot eigentlich, aber ich weiß nicht, wie lange das hält. Wird auf jeden Fall ganz brenzlig die Situation. Und den haben wir noch genutzt. Jetzt kassiere ich natürlich auch Damage. Der Panzer 4, oh, der ist gefährlich, der Gegner. Also das ist schon eine harte Conchita-Wurst. So, den haben wir einen Damage gegeben. Gute Turmpanzerung können wir auf jeden Fall abwehren. Bin sehr zufrieden damit. Der Kollege ist gerade abgelenkt. Das nutzen wir doch mal schön aus. 4 Kills, wunderbar. Das hat super geklappt. Noch haben wir nicht verloren, noch nicht gewonnen. Aber naja. Ja, machen wir mal das nicht so schwer, Kollege. Hier, nur weil sein Turm, sein Geschütz auf mich zeigt, ist auf jeden Fall noch nichts vorbei. 500 HP haben wir noch. Hier ist 3. Borsig ist noch am Leben. Bit knapp. Ich habe natürlich sogar meine Bedenken. Der Kollege ist ziemlich voll. Liegt jetzt echt an uns hier, dass wir gewinnen. Ein One-Shot auf jeden Fall. Sehen wir, das ist die Scout. IS-3 total voll. Ja, IS-3 ist Full HP, das wissen wir schon. So, mal sehen, was wir hier machen können. Ich schieße natürlich auf die gefährlicheren Gegner. Schießen wir auf das, was gefährlicher ist für uns. So, IS-3 ist natürlich schon auf der Hut. Und er hat mir einen fetten Dreadmatch reingedrückt und das ist natürlich nicht so toll für mich. Auf jeden Fall nicht so sexy. Ja gut, der T54, ich hoffe, der verkackt's nicht. Ich hoffe, der tötet ihn. Wunderbar. Okay. Aber jetzt muss ich natürlich aufpassen. Ich muss sehr aufpassen. Weil der kann schießen. Auf jeden Fall hat er mir zwischen Turm irgendwie getroffen, was ich nicht so akzeptieren will. Und der Kollege hier macht er echt auf harten Ficker, aber boah, da habe ich ihn direkt in die Maske. Er hat ihn jetzt einfach nur gerammt und das war's auch schon. Ja, ich bin der letzte Überlebende. 5-5 sieht's gut aus für uns auf jeden Fall. Das ist natürlich sehr schwer, gegen solche Gegner anzutreten. Und er hat geschossen. Finde ich gut sowas, dass er das gemacht hat. Okay. Mal sehen, ob wir hier über Vorteile spielen können. Denn ich bin ein One-Shot für ihn und der kann da eigentlich viel mehr mitmachen. Aber anscheinend interessiert ihn das gar nicht. Okay, das ist anscheinend so ein der Gegner, der Angst hat vor mir. Sollen wir das akzeptieren? Ja, akzeptieren wir das einfach mal so. Ich werde dann wahrscheinlich sterben, Leute, weil so ein Skill habe ich noch nicht, dass ich hier alles überleben kann. So noch nicht, so gut bin ich noch nicht, leider. Vielleicht schaffe ich es, die Arti zu töten, vielleicht. Aber ja, das ist nicht alles so einfach, wie es für euch aussieht, vielleicht im Video. Aber zum finalen Match sieht das eigentlich ganz gut aus. Auf jeden Fall seht ihr, ich bin schon viel besser geworden mit dem Objekt 34-2. Ich kann ihn schon spielen. Ich kann auf jeden Fall mit dem schon gut was reißen. Ihr seht, hat lang gedauert, aber ich kann's. Es ist möglich. Auf Panzern, die schwer sind. Jetzt muss ich natürlich den E100 ein bisschen lernen. Weil der wird schon eine ganze richtige Conchita-Wurst. Ja, da geht einer cappen. Das ist höchstwahrscheinlich die Artillerie. Denn der IS-3 ist, denke ich mal, noch viel zu langsam dafür. Naja, wir werden sehen, was uns hier erwartet. Okay. Ihr seht, ich fahre auf volle Pulle drauf rein. Zack, die Artillerie steht da. Und ja. 5, 4, 3, 2, 1 und. Nein, ich habe Glück. Nein, habe ich nicht. Ich habe fetten Pech. Aber was soll ich da machen? Ich glaube, ich schaffe es nicht zu tanken mehr. Nein, das ist für mich schon fast schon tabu, weil der wird bei mir wahrscheinlich durchkommen. Ja, er kommt bei mir durch, weil ich bin zu low Bob, eine Arti zu töten. Seht, das Glück ist nicht auf meiner Seite. Aber ich war ganz nah dran. Auf jeden Fall ganz interessantes Matchchen hier mal gemacht. Hui, und ihr seid live dabei. Ich habe meinen zweiten Stern bekommen auf diesem Panzer. Das war auf jeden Fall ein ganz knackiges Matchchen. Meister haben wir bekommen. Auf jeden Fall Wirkungsfeuer, klar. Zweite Erfolgsmarkierung.
Kämpfer, so, wer von euch nicht weiß, was eine Erfolgsmarkierung ist, ich zeige euch hier diesen Ausschnitt, ne? Ihr könnt dann das Video pausieren und euch das durchlesen, falls ihr das noch nie gehabt hattet oder so. Und ja, Kämpfer, Richtschütze auf jeden Fall ganz viel bekommen. 82.000 Credits, 1400 Erfahrung und Großkaliber. Ihr seht, sehr gut bin ich mit dem Panzer unterwegs. Und 6.335 Damage. Ihr seht, ich hätte was machen können. Ich hätte das echt siegen können. Aber ich habe doch gesagt, so gut bin ich auch wieder nicht. Und ja, hier hätten wir nur 1000 zurückbekommen und hier haben wir gleich 30 Riesen zurückbekommen. Auf jeden Fall ganz gute Credits haben wir eingenommen. Deswegen diese Premium-Tage, die mir ganz schön gegeben hat, damit ich nicht so viel ins Minus komme. Und da bin ich auch zufrieden damit. Und mit diesem wunderschönen Ergebnis, schauen wir uns mal diese 2 Sterne an. Wundervoll. Mit diesem wunderschönen Ergebnis verabschiede ich mich von euch und ich hoffe, wir sehen uns dann morgen bei einem weiteren Let's Play World of Tanks wieder. Bis dahin, ciao!